Die Woche in 7 Minuten wird Ihnen präsentiert von Agrario, dem neuen Agrar-Job- und Karriereportal des Deutschen Landwirtschaftsverlags. Wir machen Sie fit für Ihre Karriere. Willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Agrar heute TV. In den kommenden 7 Minuten haben wir wieder die aktuellsten Nachrichten aus der Landwirtschaft für Sie. Königlicher Auftritt, die neue 1000er-Reihe von Fendt. Vegetationsreport, Fungizideinsatz bei den Rüben. Und unser Marktreport mit Dr. Olaf Zinke. Mit großem Aufsehen hat Fendt am vergangenen Montag den 1000er Vario auf dem Schloss Neuschwanstein präsentiert. Der neue Standardschlepper bedient den Leistungsbereich zwischen 380 und 500 PS. Auf die Marktreife müssen die Kunden zwar noch bis Ende 2015 warten, bei uns gibt es aber schon heute einen kleinen Vorgeschmack. Gerüchte kursierten bereits länger im Netz. Nun hat Fendt ernst gemacht. Nichts weniger als das Schloss Neuschwanstein gab die Kulisse für die spektakuläre Präsentation des German Meisterwerk aus Marktoberdorf. Im Rahmen der Bilanzpressekonferenz stellte Fendt die Hülle der neuen 1000er-Reihe vor. Der Fendt 1000 Vario ist ein komplett neu entwickelter Standard-Großtraktor. Mit einer neuen Leistungsklasse von 380 bis 500 PS ist er besonders als leistungsstarker Zugschlepper für den Weltmarkt ausgelegt. Neben Zentral- und Osteuropa will Fendt mit der Maschine auch stärker in den nordamerikanischen Markt vordringen. Im Handel ist der neue Fendt Großtraktor im vierten Quartal 2015 erhältlich. Die komplette Technik soll schrittweise über den Feld-Fendt-Tag in Wadenbrunn, die SIMA in Paris und abschließend auf der Agritechnica in Hannover präsentiert werden. Bei den Zuckerrüben steht momentan ein Fungizideinsatz an, um das Auftreten von Krankheiten zu verhindern. Unsere Pflanzenbauexpertin Kathleen Bremer erklärt Ihnen, was es hier zu beachten gibt. Am Niederrhein kann man an Zeigerpflanzen wie rote Beete die ersten Symptome von Cercospora entdecken. Das bedeutet, wenn die Witterung weiterhin so regnerisch feucht ist, dass der Infektionsdruck von Cercospora auch an den Rüben zunehmen wird. Denn besonders bei hoher Luftfeuchte breitet sich Cercospora relativ schnell aus und der Schaden ist dann auch recht groß. Sie können diese Krankheit an den Blättern leicht erkennen. Das sind kleine weißgraue Punkte mit einem rotbraunen Rand. Wenn Sie die ersten Symptome entdecken, sollten Sie relativ schnell handeln. Und laut unseren Erfahrungen ist es auch sinnvoller oder ertraglich besser, wenn Sie zwei Fungizidmaßnahmen einplanen und nicht nur eine späte mit hohen Aufwandmengen. In einigen Zuckerrübenbeständen sind mir immer noch Hirsen aufgefallen. Falls in Ihren Zuckerrüben Hirsen trotz Vorlage mit Gräsermitteln durchgegangen sind, denken Sie ruhig über eine weitere Herbizidmaßnahme mit Gräsermitteln nach. Aktuelle Nachrichten haben wir jetzt wieder kurz und knapp für Sie zusammengefasst. Die Gewerkschaft IG Bau und die Arbeitgeberverbände haben sich auf einen tariflichen Mindestlohn geeinigt. Für die rund 750.000 Beschäftigten in Land- und Forstwirtschaft gilt ab 2015 ein tariflicher Mindestlohn von 7,40 Euro im Westen und 7,20 Euro im Osten. Die Löhne werden schrittweise an den gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro herangeführt, den der Bundestag beschlossen hatte. Die Tarifparteien nutzen dabei die Anpassungszeit bis Ende 2017, die das Mindestlohngesetz erlaubt. Das Verfassungsgericht verhandelt seit dieser Woche über die Frage, ob die seit 2009 geltende Erbschaftssteuer mit der Verfassung vereinbar ist. Im Kern geht es darum, ob die Erben von Betriebsvermögen zu sehr bevorzugt werden. Vor Gericht ist auch Bauernverbandsvizepräsident Norbert Schindler als Sachverständiger geladen. Nach Verbandsansicht ist die Verschonungsregel insbesondere für land- und forstwirtschaftliches Vermögen durch Gemeinwohlgründe gerechtfertigt. Außerdem sei es in der Land- und Forstwirtschaft in der Regel nicht möglich, ausreichend finanzielle Vorsorge für den Erbschaft- oder Schenkungssteuerfall zu treffen. Schließlich sei das Vermögen in Sachwerte wie Ställe, Vieh und Fläche gebunden. Der polnische Christdemokrat Czesław Adam Siekierski wird künftig den Agrarausschuss im Europaparlament leiten. Er löst den Italiener Paolo Di Castro von den Sozialdemokraten ab. Die Entscheidungsfindung im Agrarausschuss dürfte nach den Parlamentswahlen schwieriger werden. Denn die beiden großen Fraktionen, der Christdemokraten und der Sozialdemokraten, haben zusammen keine Mehrheit mehr. Damit steigt der Einfluss kleinerer Gruppen.
Große Getreideernte, schlechte Preise? Mit dieser Frage beschäftigt sich heute unser Agrar-Heute-Marktexperte Dr. Olaf Zinke in einem Podcast. Was sind nun die Ursachen für den starken Preisrückgang in den letzten Wochen? Ja, offenbar gerieten die Preise von verschiedenen Seiten unter Druck. Hauptsächlich führte wohl die sehr gute und im Verlauf des Junis immer besser werdende Ernteprognose sowohl für Europa als auch für die USA zu einer Anpassung der Preise an die sich verändernden Marktverhältnisse und Versorgungsbilanzen. Ende Juni hatte zudem aktuelle Daten aus der Anbauentwicklung und zu den Lagerbeständen in den USA die Kurse an den internationalen Märkten auf Talfahrt geschickt. Hinzu kam jetzt Anfang Juli der Druck aus der trotz der widrigen Witterungsbedingungen überraschend zügig und ohne die befürchteten Qualitätseinbußen laufenden Winterweizenernte in den USA hinzu. Jetzt fragen sich natürlich die Landwirte und Händler, wie die Entwicklung in den nächsten Wochen weitergeht. Ja, für die Europäer werden am Ende vor allem die wirklich eingebrachten Erntemengen, aber auch die Entwicklung an den Exportmärkten über das endgültige Niveau der Getreidepreise entscheiden. Vor allem bei Weizen und Gerste hatte der außergewöhnlich starke europäische und deutsche Export im letzten Jahr die Preise in der ersten Hälfte des Wirtschaftsjahres kräftig nach oben gezogen. Auch für das neue Wirtschaftsjahr sind die bislang erwarteten Exportmengen der Europäer bei Weizen und Gerste relativ hoch, sodass ein deutlich preisstützender Effekt entstehen könnte. Auch heute verrate ich Ihnen, wie das Wetter in den kommenden Tagen wird. In Puttgarden in Schleswig-Holstein gibt es das Wochenende über viel Sonne und Temperaturen von rund 23 Grad. Zur neuen Woche kann es dann wieder mal Schauer geben. Mehr erfahren Sie wie immer kostenfrei im Agrar-Heute-Profi-Wetter unter www.agrarheute.com. Damit eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Die Woche in 7 Minuten wurde Ihnen präsentiert von Agrario, dem neuen Agrar-, Job- und Karriereportal des Deutschen Landwirtschaftsverlags. Wir machen Sie fit für Ihre Karriere.